Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund der Ereignisse in den Krisengebieten Ukraine und Gaza der letzten Monate ziehen immer mehr Menschen in europäischen Ländern wie zum Beispiel in Deutschland, Frankreich und der Schweiz auf die Straßen. Viele von ihnen äußern Bedenken, dass in der europäischen Außenpolitik mit zweierlei Maß gemessen wird. Während man beispielsweise den ehemaligen ukrainischen Präsidenten Janukowitsch während der Unruhen auf dem Maidan noch beschworen hat, bloß nicht gegen die Zivilbevölkerung vorzugehen, schaue man nun tatenlos zu, wie der aktuelle ukrainische Präsident Poroschenko im Osten des Landes Krieg gegen das eigene Volk führt. Hierbei komme es zu großen Verlusten, gerade auch bei der Zivilbevölkerung. Mittlerweile wurde von russischen Experten sogar bestätigt, dass bei Bombenabwürfen über der Ostukraine sowohl mit Nägeln bestückte Splitterbomben als auch Phosphorbomben eingesetzt wurden, welche drittgradige Verbrennungen bis auf den Knochen verursachen können. Ein Aufschrei wie bei Janukowitsch oder gar eine Verurteilung dieses Vorgehens durch die EU-Regierenden ist jedoch nicht in Sicht. Der Ausspruch Angela Merkels vom Februar 2014, wer das Militär gegen die eigene Bevölkerung einsetzt, hat jede Legitimation verloren, scheint im Falle Poroschenkos nicht mehr zu gelten. Einen ähnlich krassen Widerspruch beklagen die Demonstranten derzeit auch im Verhalten der EU gegenüber Russland und Israel. Russland werde erneut mit Sanktionen belegt, mit der Begründung, dass Russland einerseits nicht ausreichend auf die Widerstandseinheiten im Osten der Ukraine einwirke, andererseits nicht ausreichend mitgeholfen habe, den Flugzeugabsturz der malaysischen Airline aufzuklären. Dass dies nicht der Fall war, haben wir bereits in den Sendungen der vergangenen Tage immer wieder aufgezeigt. Russland hat im Gegensatz zu den USA sogleich Satellitenbilder über den Absturz vorgelegt, seinerseits konstruktive Fragen zur Aufklärung des Geschehens gestellt und auch der Flugschreiber wurde durch die Widerstandskämpfer an die Niederlande übergeben. Trotzdem beschloss die EU in dieser Woche nun deutlich verschärfte Sanktionen. Israel hingegen führe mit massiver Härte einen Krieg im Gazastreifen, bei dem es mittlerweile deutlich über 1000 palästinensische, am Konflikt unbeteiligte Tote gegeben hat. Hier, wo auch Flüchtlinge in Schulen und Krankenhäusern nicht verschont werden und die Lage täglich schlimmer wird, werden jedoch keine Sanktionen ausgesprochen, geschweige denn nur angedroht. Man stelle sich einmal vor, Russland und nicht Israel würde derart brutal gegen die Zivilbevölkerung eines benachbarten Landes vorrücken. Hätte dies nicht einen großen Aufschrei des Entsetzens und drastische Konsequenzen durch unsere EU-Regierenden zur Folge? So lassen die Menschen auf der Straße ihre Kritik verlauten. Aus diesen Ereignissen wird eines deutlich. Es geht den EU-Regierenden offensichtlich nicht darum, die Zivilbevölkerungen zu schützen und weitere Eskalationen zu vermeiden. Während man bei den Militäroffensiven sowohl der ukrainischen als auch der israelischen Regierung zu keinem entschlossenen Vorgehen kommt, um das massenhafte Töten von Zivilisten zu stoppen, beschwört man unter Vorgabe von unzureichenden Gründen die Konfrontation mit Russland herauf. Dieses Verhalten ist äußerst gefährlich und kann zu einem erneuten Weltkrieg führen. Es ist daher jeder von uns gefragt, sein Umfeld über diese wichtigen Zusammenhänge aufzuklären, damit eine solch kriegsfördernde Politik in unserer Bevölkerung keinen Widerhall findet. Bitte helfen Sie mit, diese Sendungen weiter zu verbreiten und leisten Sie so einen wichtigen Beitrag für den Frieden in Europa. Vielen Dank. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.